Pan-Europa, der Podcast in Zusammenarbeit mit den Studios Torsendor. Es spricht Karl von Habsburg. Liebe Landsleute, würden wir in normalen Zeiten leben, hätten wir oder zumindest ein Teil von uns einander Anfang Mai bei einer jährlich stattfindenden Veranstaltung in Joslowitz getroffen. Wir leben aber nicht in normalen Zeiten, sondern in wirklich herausfordernden, außergewöhnlichen Zeiten. Außergewöhnliche Zeiten verlangen nach außergewöhnlichen Maßnahmen. Und auch wenn wir uns gelegentlich wohl über die eine oder andere Einschränkung ärgern, akzeptieren wir diese Einschränkung, weil wir wissen, dass sie im Sinne unserer Gesundheit verordnet wurde. Wir akzeptieren die Einschränkungen auch, weil wir wissen, dass sie zeitlich begrenzt ist. Je früher diese Einschränkungen beendet werden können, desto besser ist es. Wir sind momentan aber auch mit ganz eigenartigen Vorstellungen konfrontiert, wo man offenbar wieder zurück möchte in geschlossenen Nationalstaaten mit geschlossenen Grenzen und einem abgeschotteten Arbeitsmarkt. Aber gerade für uns, deren Familien aus einer mitteleuropäischen und damit übernationalen Tradition kommen, klingt das völlig absurd. Die Überwindung der nationalstaatlichen Grenzen in Europa hat gerade uns Mitteleuropäern eine neue Nähe zur alten Heimat unserer Familien gegeben. Und wir hoffen auch, dass diese Überwindung der Grenzen eines Tages auch in jene Regionen möglich sein wird, die heute noch außerhalb des Schengen-Raums sind. Ich denke da zum Beispiel an die Region in Südosteuropa. Jede Krise ist auch eine Chance. Bereits in der Krise entscheidet die von uns gesetzten Schritte, wie wir die Zukunft gestalten. Wir wollen sie europäisch gestalten, übernational und mit einer starken mitteleuropäischen Kultur- und Wertegemeinschaft. Ihnen, liebe Landsleute, wünsche ich alles erdenklich Gute und ich hoffe, dass wir einander bald wieder treffen können. Das war Pan-Europa, der Podcast. Es sprach Karl von Habsburg. Eine Produktion der Studios Torsendor Brüssel. Redaktionelle Leitung Philipp Jauernick. Technische Direktion Dieter Grohmann.